Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf Tim und Timothy, ganz genau. Wir haben uns heute was Kleines überlegt und zwar machen wir eine kleine Straßenumfrage. Wir haben uns hier Bilder von 5 Influencern ausgedruckt und werden jetzt Passanten fragen, welche Person sie am hübschesten finden. Ich zeige euch einfach mal kurz die Bilder. Also einmal haben wir hier den schicken Micken Orange Morange natürlich mit seiner Rolex-Uhr, die muss natürlich drauf sein. Dann haben wir einmal Rizo Miso am Start hier mit seinem Merch. Dann einmal Ungibungi, ja hier schön auf Madeira, hinten noch so ein bisschen das Meer, ist auf jeden Fall sehr nice. Dann einmal Montana Black beim Unterschreiben, glaube ich, vom Kredit von seinem Haus oder so war das. Und zu guter Letzt natürlich auch Tanzverbot. Wir haben auch versucht, neutrale Bilder von allen 5 Personen zu nehmen, die ungefähr gleich sind. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rum und gucken, wer hier am besten abschneidet. So, ich passe euch jetzt mal die 5 Bilder hier. Schaut euch die mal an. Ihr könnt auch gerne noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das irgendwie? Das ist Orange Morange. Wer ist das hier? Unge. Genau. Montana Black. Tanzverbot, mein Favorit. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Ich gebe dir einfach mal diese Bilder hier. Da kannst du einfach mal durchgucken. Da sind 5 Influencer drauf. Vielleicht kennst du auch den einen oder anderen davon. Das sind direkt alle 5 Bilder. Gucken Sie sich den mal durch. Ringkämpfer. Das Ringkämpfer ist das. Das ist ein Oberkohler. Der war bestimmt in der Muckibude. Ne? So sieht der aus. Ja, ungefähr so aus. Das sind 5 Influencer. Nett aus, aber nicht attraktiv. Ah, Monte. Auch nicht attraktiv. Rizo auch nicht attraktiv. Auch nicht. Also ich finde keinen wirklich attraktiv. Ja. Ist dann halt zwischen Pest und Cholera, ne? Aber irgendwas muss man nehmen. Das sind alles so Influencer in Deutschland, die relativ groß sind. Ich bin 58, ich kenne mich da nicht so gut aus, gut, aber gut, sortieren kann ich. Okay, ich gebe euch dann jetzt mal die 5 Bilder runter, rüber, meine ich. Das hier ist Tanzverbot, also man kennt halt manche besonders, das heißt nicht, dass man sie schaut. Das ist Monte. Das ist Rizo und das ist Unge. Und den kenne ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Kennst du die Person noch? Ja. Wer ist das? Montana Black. Montana Black, das ist richtig. Keine Ahnung. Tja, Orange Morange, ne? Sieht nicht gut für dich aus. Unge. Genau, der Unge. Rizo. Rizo kennt man natürlich. Monte. Monte. Ja, richtig. Und Felix von der Laden, glaube ich. Nee, das oder? Ist falsch. Das ist leider nicht, nicht Felix von der Laden. Das ist der gute Orange Morange, den hier auf den Straßen Braunschweigs anscheinend niemand kennt. Montana Black. Genau. Kannst du mal weiter gucken? Das sind 5 Stück. Deine Aufgabe ist es jetzt, die nach Aussehen zu bewerten. Also von Platz 1 bis Platz 5. Was ist von denen dein Lieblings-YouTuber? Ja, schwierig. Ne? Das ist alles irgendwie so ein. Ja, schon Tanzverbot. Tanzverbot. Kennst du, kennst du den hier? Den kennt nämlich irgendwie keiner. Weißt du, wer das ist? Orange Morange. Ja, richtig. Okay, krass. Den kennt ihr nämlich sonst keiner. Tanzverbot! Ja, Tanzi, Ehrenmann. Ja, dein Lachen hat schon mal so ein bisschen verraten, dass du ihn anscheinend ziemlich attraktiv findest. So, ja, also. Freut mich das zumindest mal? Er ist schöner als Monte, sagen wir mal so. Oh, okay. Gut, das ist jetzt auch nicht besonders schwer, aber... Naja, der hat ein bisschen Fett angesetzt, vielleicht ja, ein bisschen, über Weihnachten. Ja, viele Big Macs halt auch. Ja, ne? Und ein bisschen Hängebauch, also nicht mein Typ. Nicht so, okay. Eher sie. Groß, oh. Lang wie mein Mann. Dann haben wir hier... Ach, mein Jahrgang ist ja gar nicht dabei. Mal gucken, ne? Sehen wir noch ein paar. Ach, naja, der ist ein bisschen älter. Seine Aufmachung ist cool. Wo stehen die Klaviere? Wo sind die schönen Frauen zum Beispiel? Sagt das aus. Schöne Beine, ein bisschen braun. Na, der wirkt auf mich langweilig. Aber schauen Sie mal, die blauen Haare, das ist doch ein besonderes Merkmal. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin aus einer anderen Generation. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Deine Aufgabe ist jetzt, sortier die bitte einmal so nach Sympathie, so Attraktivität, also wie hübsch du die quasi einfach findest. Ich würde sagen Rizo. Warum? Keine Ahnung, einfach Durchschnitt so vom Körperbau her und... Ich finde, der macht auch sein eigenes Ding mit den Haaren, ne? Ich finde das so... Das sticht nochmal heraus auf jeden Fall. Dann, ich nehme mal Rizo auf jeden Fall auf Platz 1. Dann, wer kommt dahinter? Wer wäre dann Platz 2 für dich? Der hier, wer auch immer das ist. Orange Morange, jawohl. Junge Orange, läuft bei dir, Alter, du heißer Typ, ey. Geil. Okay, Platz 3. Ja, ungespielt, würde ich dann sagen. Oh, ist schwer, ne? Ja. Ja gut, die letzten beiden sind halt auch so, naja, ich sag mal so, nimmst du mit um 6 Uhr im Club, ne, aber sonst würdest du es auch nicht machen. Super, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Ja. Tschüss. Habt ihr schon eine Vorstellung, wen ihr auf den ersten Platz setzt oder noch gar nicht? Also ich schon, was denkst du? Ich würde entweder Unge oder Rizo auf jeden Fall. Warum Unge oder Rizo? Könnt ihr das auch irgendwie begründen? Was findet ihr an Unge zum Beispiel besonders attraktiv? Also auf dem Bild auf jeden Fall der Hoodie schon mal. Ja. Und dein Bart ist sehr attraktiv. Ja, der Bart und der Bart. Generell der Style ist einfach auch wild. Deine Aufgabe ist es jetzt, diese 5 Leute nach Attraktivität zu ordnen. Von Platz 1 bis Platz 5. Okay. Ich glaube Rizo. Warum setzt du denn den guten Rizo auf Platz 1? Kannst du das auch irgendwie begründen? Ja, weiß ich nicht, der hat ein schönes Gesicht, keine schönes Ahnung. Schönes Gesicht, ja. Finde ich auch. Ja, dann den,
Orange Morange auf Platz 2. Also eigentlich sieht der basic aus, aber besser als... Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Einfach weiter mit Platz 3. Also er sieht halt nett aus, er sieht wie so ein freundlicher Typ aus. Ja. Okay, dann der auf 1 oder was? Nehmen wir den auf 1, ich hab's geordnet. Ich würde die nehmen, ich würde die sogar Nummer nehmen. 1. Also, Unge auf die 1 auf jeden Fall. Oh, jetzt muss man sich entscheiden. Können Sie sich auch den Rang teilen? Ja, von mir aus ausnahmsweise. Dann nehmen wir den auf die 2. Oh, Rezo auf die 2 auf jeden Fall, wieso? Ja, das Gesicht ist doch relativ interessant. Markant auch so, ne? Irgendwie. So ein bisschen, man das so? Ja. Also es ist interessant. Er, würde ich sagen, Schwiegermutter wird schon sagen, ist in Ordnung, aber halt nichts Besonderes. Oh. Buddy so, Obwohl, er sieht auch nett aus, wie ein freundlicher Typ. Aber er hat halt auch Gesichtstattoos, ne? Weiß nicht, ob du darauf stehst. Das kommt halt auf die Gesichtstattoos drauf an. Aber ein schönes Gesicht kann ja auch nichts entstellen. Ja. Er sieht zum Beispiel hier, da am Ohr hat er sich die Postleitzahl tätowieren lassen, wo er wohnt. Ah. Würdest du sagen, cool, oder wirst du eher sagen... Weiß ich nicht. Also, naja, und der hat bestimmt auf dem Polenmarkt die letzten Lumpen gekauft. Ich muss sagen, Jungs, es sind alles interessante Typen, jeder auf seine Art. Nichts Negatives festgestellt, die passen in die Welt. Wer wäre jetzt auf Platz 1 von denen, wenn sie jetzt entscheiden müssen? Der junge Mann, der hier. Der hier? Ja. Okay, also Orange Morange auf jeden Fall auf Platz 1. Ja. Auf Platz 2, wer würde dann kommen? 2 nehme ich den. Den, alles klar. Montana Black hier straight auf die 2. Dann haben wir hier noch 3 Leute zur Auswahl. Ach, dann nehme ich den, der sieht so wuschig aus. Ja, Unge auf Platz 3, der Wuschige mit dem letzten Lumpen. Und dann Rezo oder Tanzverbot? Naja, der hier und der kommt Rezo. Zuletzt. Ja, alles klar, super. Das war schon, vielen lieben Dank. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Dankeschön. Und mehr schöne Männer. Also in unserem Alter jetzt. Gell? Ja, ja. Ich wachs da rein, alles gut. Und Rezo? Eigentlich ähnlich. Haare auch ganz fresh, ja, genau. Eigentlich. Finde ich. Haare. Ja. Das ist ein Markenzeichen. Ja, genau. Würde ich sagen, Unge. Also Unge, dann Rezo. Also Unge auf 1, Rezo auf 2. Unge? 1 oder was? Der erste Platz. Platz 2, Rezo. Wegen seinen attraktiven blauen Haaren. Also das packen wir auf jeden Fall auf Platz 1. Super. Dann. Ja, Monte ist schon süßer, oder? Ja, zwischen 2-3 so. Ja, ungefähr. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, Unge ist, aber Unge ist auch süß. Unge ist 2. Unge ist 2, auf jeden Fall. So. Egal, wer bist du? Keine Ahnung. 3, 4, also Rezo 4 und Orange Morange 5. Ihr seid jetzt bisher die Ersten, die nicht auf Platz 1 oder 2 eingeordnet habt. Nein. Was sagt ihr dazu? Aber der ist schon heftig, ne? Der hat ja auch echt dicke Muskeln so, ne? Das ist halt nicht mein Typ so. Wer war auf 1? Tanzverbot? Tanzverbot. Ja, das ist dein Typ. Könnt ihr ihn jetzt anrufen, wenn du willst? Oder seid ihr zusammen oder? Nein, natürlich nicht. Ah, okay, gut. Aber Unge ist auch ein Süßer, da muss man auch schon ein bisschen hören. Schwanke ich auch schon so zwischen 1 und 2. Ihr könnt jetzt, kannst du es festlegen, für immer. Unge, 1 oder 2? Das erfahrt ihr nach der Werbepause. Was sagst du was? Ich würde Unge 1. Unge 1? Unge 1? Okay, ja, Unge. Ja, okay. Tut mir leid, Tanzverbot. Tut mir leid, aber Unge ist ein bisschen süßer, finde ich. Na, da habt ihr recht. Okay, Unge 1, Tanzverbot 2, auf 3. 3, ach so, 3 war Monte. Ja. Oh, Monte sogar noch vor Rezo. Krass, Alter. Ja. Ihr seid verrückt, wirklich. Voll der Süße. Und ja, Rezo 4. Orange Morange, das wird natürlich sein Ego kratzen, das weiß ich jetzt schon. Falls er darauf reagiert, wird er jetzt sagen, was soll das, Digga? Hör ich hier auf, ich klick das Video weg. Ja, den nehmen wir auf 1. Ja, ne? Das ist klar, ja, natürlich. Ja, ne? Ja, Orange Morange. Okay. Wie wäre das so, den als Schwiegersohn, wenn der so ankommen würde? Aber, so, ach nee, dann als Schwiegersohn. Ich glaube, ich lieber den oder den. Ja. Okay. Der sieht mir sehr, sehr cool aus. Gut, den würde man selber mitnehmen aus dem Club. Ja, vielleicht, genau. Vor 30 Jahren. Sonst finde ich den sympathisch. Den finde ich auch ganz sympathisch. Ja, Monte und Unge auch sympathisch. Ja, und der guckt einfach so ein bisschen. Der hier? Ja. Ja, so gelangweilt irgendwie, so gleichgültig irgendwie, ne? Ja, bisschen arrogant. Ja. Und der guckt auch ein bisschen arrogant und ist ein bisschen adipös. Aber als Schwiegersohn, okay, wenn man meine Tochter ihn liebt, ne? Ja, das wäre okay. Ach, den finde ich eigentlich auch ganz nett hier. Also eigentlich sind alle eigentlich ganz nett, ne? Ja, so, sind also alle ganz nett. Und der guckt nur mit Absicht böse, denke ich. Ja, ja, der ist eigentlich wirklich ganz nett. Ja, ich bin den. Also eigentlich würde ich den jetzt fast doch... Oh, Orange Morange doch nicht auf die 1. Ah, nee. Eigentlich finde ich, guckt der am nettesten. Ja. Ich gucke jetzt einfach auf nett. Auch nett, da gucke ich aufs Lächeln. Okay, also das ist Platz 2 jetzt dann quasi, ja, schon? Zwei. Okay, also Unge Platz 2, Orange Morange 3 dann. 3, der kann bestimmt nett sein. Ja, der war auf 2. Oh, denkst du auf 4? Der guckt mich so böse an. Ja. Und der guckt so ein bisschen aggressiv. Na, der ist auch immer mal ein bisschen so. Ach so, ist er so? Ein bisschen ist er so, ja. Ach so, ja, okay. Macht öfter mal Stress. Na gut, wie war ich? Super, vielen lieben Dank. Okay, wunderbar. Schönen Tag. Sind Sie noch eigentlich? Unser YouTube-Kanal, Tim und Timothy heißt der. Ach so, okay, gut. Dankeschön. Unge auf Platz 5.
Ja, vom Aussehen, ja. Nee, das ist auch in die Richtung. Mit welcher Begründung Tanzverbot auf die 4? Bis jetzt hat Tanzverbot jeden, wird Tanzverbot von jedem auf die 1 gesetzt. 40 Leute befragt. Ja, vom gesamten Aussehen. Okay. Deine Meinung? Ja, also vielleicht ein bisschen alt oder so in die Richtung. Okay, Montana Black also auf die 3. Der ist hübscher. Ja. Den ich nicht kenne, finde ich auch hübsch. Okay, also Rezo auf die 2 und Orange Morange belegt diesmal den ersten Platz. Ja. Ja, das ist doch super. Warum auf den ersten? Was zeichnet den besonders aus? Besonders, die anderen sind ein bisschen älter. Ja. Okay. Ja. Gut, dann vielen Dank für eure Teilnahme. Und gerne. Platz 1, wer ist der hübscheste von denen? Ja, natürlich, aber... Das ist halt auch schwierig, ne? Sind alle irgendwie auch auf ihre Art so einzigartig einfach. Ja, ich finde schon Unge, der ist schon gut so, ne? Mhm. Okay, also Unge auf Platz 1, warum? Einfach so? Ja, er hat so was, er hat halt was Naturhaftes so. Ein Bauernhof, ja. Ja, und sieht ganz nett aus. Ja, okay, dann machen wir weiter. Platz 2. Digga, Orange Morange holt hier am Ende auch nochmal ein paar Points. Muss man, glaube ich, nichts so sagen, ne? So typischer Stiefsohn. Nee, warte, wie heißt das? Ja, doch, so Stiefsohn-mäßig, ne? Okay, dann Platz 3. Ja, Monte. Monte, warum? Ja, hat halt Style so ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen Style wenigstens. Wie feierst du seine Gesichtstattoos? Oder ist es so? Nee. Gut, aber reicht trotzdem für Platz 3. Okay, jetzt Rezo gegen Tanzverbot. Ja, Rezo. Rezo, wieso? Ja, also ich mag seine Haare nicht so und sonst geht halt so, ne? Das ist halt so Durchschnitt. Und ja, Ja, tanzt ihr als letztes? Ja, ich glaube, das ist okay. Das nehmen wir einfach mal so hin. Dann Unge. Unge? Würde ich sagen. Ist sympathischer. Auch wenn er Ginger ist. Ja. Dann, ich mag halt Bart irgendwie nicht so eigentlich. Dann Montana Black. Montana Black auf die 4. Warum nur auf die 4? Ich weiß nicht. Der ist, also ich mag Grübchen, aber der sieht irgendwie so alt aus. Alt? Ja. Okay. Ja, und Tanzverbot sieht halt auch voll alt aus. Und ich kenne ihn und der ist mir irgendwie unsympathisch. Also ich finde die beiden hot. Die können sich gerne bei mir melden. Danke. Schönen Tag noch. Dankeschön, dir auch. Danke. Krass, ey. Aber warte mal, ich mache ihn doch ein bisschen weiter, weil er auch einfach auch, also er ist für mich nicht okay, sexuell 3. ansprechend, aber er ist Pech sieht halt, ne? Nett, sieht schon nett sieht er aus, ja. Halt. Und Tanzverbot dann. Ja, also kann auch ein netter Kerl sein, aber nee. Okay, also dann du auch? Ich lasse es dann doch. Okay. Ich würde sagen hier. Wie ist er noch? Orange Morange. Ah, okay, gut. Orange Morange auf die 3, warum? Könnt ihr das auch irgendwie begründen? Nee, nicht wirklich. Einfach nur, weil die anderen beiden so hässlich sind, ne? Ja, eher schon. Genau. Dann auf jeden Fall Tanzverbot. Tanzverbot auf die 4. Und Monte. Weiß und ich Monte nicht, auf. Warum Monte auf die 5? Mögt ihr seine Gesichtstattoos nicht? Die sind okay, aber ein Rolex-Krone war es, glaube ich. Mhm. Ins Gesicht tätowieren weiß ich ehrlich gesagt nicht und auch sein Style. Also generell bist du nicht so der Kapitalismus-Freund? Ja. Okay, gut, das kann ich nachvollziehen. So, meine Freunde, das war unsere kleine Umfrage. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir blenden jetzt hier nochmal den Endpunktestand ein. Wir haben natürlich mitgerechnet und wissen genau, wer auf welcher Platzierung ist. Ich muss sagen, Platz 2 hat mich verwundert, oder? Euch auch? Finde ich krass. Ich hätte gedacht, der ist auf jeden Fall höher. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle, die mitgemacht haben. Schreibt auf jeden Fall gerne nochmal eure Bewertung in die Kommentare. Wen von denen findet ihr am hübschesten und wem am wenigsten? Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.